Sieht man mich? Ja, ich bin drauf. Was ist das hier für eine Kamera? Ja, hallo, ich bin der Vari und ich bin hier bei meiner Eisiga IG600. Das ist die Kamera, die ich für die Kamera des Jahres 2022 auszeichnen möchte. Diese Kamera hat eine Sonderfunktion und zwar automatisch Video verlängern. Sie hat das Starlight-System, was ich nicht ganz so bevorzuge. Das ist dann, wenn nur noch Dämmerlicht vorhanden ist, dass die Kamera trotzdem immer noch in Farbe aufnimmt, auf Kosten von ISO und Framerate. Benutze ich nicht so gerne, aber die Auto-Video-Verlängerung-Funktion, die benutze ich natürlich, weil die ist einfach nur klasse. Solange sich weiterhin was vor der Kamera bewegt, wird die das Video verlängern bis maximal 3 Minuten und dementsprechend die Videolänge anpassen. Wenn nichts mehr bewegt, rattert sie einfach nur ihre Zeit ab. Ich habe 20 Sekunden eingestellt, das ist ausreichend für Videos und wenn hier Marder oder Maus länger sich vor der Kamera bewegt, nimmt sie ja länger auf. So. Die Bild-, die Video- und die Tonqualität dieser Kamera sind hervorragend und für den Preis, den ich hier ausgebe, bekomme ich ein wahres Meisterstück. Wirklich hervorragend gebaut, gut durchdacht. Ich kann das Menü vernünftig lesen, weil es einen sehr dunklen Hintergrund hat. Weiße Schrift auf dunklen Hintergrund, sehr gut lesbar. Schriftgröße ist gut. Der Monitor, der damit verbaut ist, ist gut. Die Kamera hat Dualobjektiv. Das bedeutet, hier klappt kein Filter vor und zurück. Die Tiere hören kein Klickgeräusch, rennen dann auch nicht schreckhaft weg. Die Kameras, die hier verbaut worden sind, die sind auch hervorragend. Des Weiteren hat sie natürlich Bewegungsmeldungen, einmal zur Seite, links und rechts und einmal geradeaus, bis zu 30 Meter. Funktioniert tadellos. Es ist eine tolle Kamera. Ich kann sie abschließen an der Seite, ist ein ordentliches Loch dran. Es ist eine Stativschraube von unten. Ich kann externe Spannungsversorgung anschließen. Was will man mehr? Es gibt für die Kamera noch eine App. Eine Wi-Fi-App, um sich in das Netzwerk der Kamera einzuloggen, die Sicht zu kontrollieren oder die Bilder zu kopieren, die man dann haben möchte. Ich benutze solche Apps nicht, aber wer das machen möchte, die Funktion ist da. Ich verwende meistens ein Kabel oder ich nehme die SD-Karte raus und stecke eine neue rein. Der Energiebedarf dieser Kamera ist relativ gut ausgewogen. Die Batterien halten ziemlich lange. Und noch ausreichend, um mit einer 32 GB Speicherkarte richtig viele Aufnahmen zu speichern. Das ist die Kamera, die ich für 2022 auszeichne. Die Eisiga IG600. Link ist unten drin. Ich packe euch noch ein paar schöne Aufnahmen ins Video. Könnt ihr euch angucken. Sind ein paar lustige Sachen mit dabei. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, das war's von mir. Die Eisiga IG600, habt ihr ja gesehen, Videoqualität ist einfach nur spitze, ist einfach hervorragend. Man kann sogar ein bisschen vergrößern, ohne dass da extreme Verluste kommen. Meine Videos kommen immer freitags um 12, wenn es keine technischen Probleme gibt. Bis dahin, ja. Wenn ihr abonnieren drückt, dann verpasst ihr die neuesten auch nicht. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, Frieden auf der Welt. Vielleicht klappt es ja dieses Jahr. Und ja, bis dann. Ciao, euer Vari.
das war besser.